Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2. Ich fange mal schon mal an. Und wir hoffen, dass wir Nabatea aus dieser kleinen süßen Stadt raushalten können. Das ist eine Frage, die ich eigentlich relativ sicher mit Nein können wir nicht beantworten werde oder beantworte. Aber es kommt drauf an, ob der sich so anstellt wie ein normaler sich anstellen würde oder ob er einfach nur dumm ist. Kann alles sein. Also momentan ist er nicht sehr klug. Die Frage ist, ob er komplett hier angreift und ich dann mit der Einheit ein kleines so machen kann oder ob er irgendwie sich doch auf drei Wege einigt. So. Der feindliche General ist tot. Das ist schon mal sehr schön. Das ist sogar sehr, sehr gut. Es ist auch gut, dass unser General wird angegriffen. Die Stammeskrieger nicht da sind. Auch wenn, also das da wird die null und nichtig ablenken. Wieso greift ihr nicht an? Wie wär's denn mit denen? Die werden die definitiv nicht besiegen können. Aber naja. Ja, ich bin da skeptisch. Ich glaube nicht, dass ich die besiegen kann. Was? Was? Okay, das überrascht mich enorm. Extrem. Sehr gut. Ihr seid Gold wert. Und die ist, was? Das könnte jetzt sogar wirklich. Oder ich habe mich zu früh gebeugt. Das kann natürlich auch sein. Ist immer ein bisschen blöd, wenn die gerade wanken. Man freut sich und dann plötzlich wanken sie nicht mehr. Und gewinnen dann am Schluss. Also, ich hab schon alles gesehen. Okay, die haben momentan, glaube ich, erst 10 oder so verloren. Jetzt sagt bloß, dass die wirklich gewinnen. Okay, also, ja. Okay, also es ist wirklich erstaunlich, dass er sich nicht sehr klug anstellt. Bin ich gerade sehr glücklich. Jetzt wankt er schon wieder. Mal schauen, ob er dieses Mal. Die Männer wanken. Ob er dieses Mal wirklich den Level abgibt. Oder nicht? Okay, wenn die weg sind, dann mache ich die Umkesselung. Ja, come on, do it. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ernsthaft? Wir haben schon zweimal gewankt. Als ob. Ja nun, zu früh gefreut. Zu früh gefreut. Und ich, ja,
Also, wenn der jetzt die anderen zu wanken bringt, dann raste ich aus. Aber das erscheint dieses Mal wirklich, ja, bisschen wow. Uiuiui. Das hier war echt sehr, sehr lustig und sehr interessant und einfach nur dumm. Aber okay. Bereit! Zurückwandeln! Lasst euch auffallen! Zurückwandeln! Ja, schön. Gut, das haben wir dann tatsächlich noch gewonnen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oder auch nicht. Noch haben wir es nicht gewonnen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das können wir halt immer noch verlieren, ne? Zu euren Diensten! Doppelte Geschwindigkeit! Okay. Junge. Was für ein Schmarrn. Ja, aber naja. Es lohnt sich halt doch manchmal solche Kämpfe zu spielen, ne? Boah, ich könnte mal als Überlegung nächste Challenge oder als Challenge machen, dass ich nur automatisch kämpfen darf. Uiuiui. Also das wäre. Boah. Also, einerseits wäre es, glaube ich, ein bisschen langweilig. Und andererseits wäre es halt extrem. Extrem krass. Ja, ich habe echt keinen Bock mehr, das zu kämpfen, aber ich muss gepanzerte Elefanten. Gepanzerte Elefanten. Elefanten vielleicht. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich muss halt schauen, dass ich die Steinschleuderer schnell in die Zange nehmen kann. Die können hier schon hinschießen. Nicht. Gepanzerte Elefanten!
Unser General wird angegriffen! Ja, gut, dann hoffen wir mal, dass wir schnell genug sind. Dass Elefanten fast so schnell sind wie Pferde oder sogar schneller als Pferde. Also, klar, dann nicht lange, aber sie können extrem schnell sein. Du bitte alle schnell sterben. Die Männer wanken. Das ist alles nur zu eurem eigenen Wohl. Seid ihr da mal? Ja, natürlich braucht der wieder länger, ne? Sehr schön. Mhm. Steinschleuderer! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ich warte mal, bis er... Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Elefanten! Rück nach Belien! Eure Befehle, mein Herr! Gepanzerte Elefanten! Ich wollte eigentlich warten. Bis er sich hier breit macht, aber ich glaube, ich kann es auch so machen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Gepanzerte Elefanten! Elefanten! Zu euren Diensten! Schnell, Burke! Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Also weißt du, du bist gerade in Gewalt, also im schnellen Marsch, aber du... Eine unserer Einheiten ist in Raserei. Ja, ach. Also wenn sowas passiert, bin ich echt so von wegen so, ja, scheiß doch drauf. Wenn die nicht das machen wollen, was der General sagt, dann okay, also... Was kann man da noch tun? Ja, naja, man okay. Eieiei. Oh Mann, das war schon leicht nervig gerade. Oh Mann. Und du bist auch einfach nur Gaga. Teurer Sieg. Alter, 963. Ja, der als er geraged ist, ist er ja zum Glück in die große Masse gegangen. Das war echt ein Glück. Und die haben komplett niemand getötet, ne?
Der ist jetzt schon Rang 7. 1100. Davon wird dann am Schluss auch nichts mehr übrig sein, ne? Ach, nicht schon wieder. Wir sind jetzt die Rebellen. Gegen die kann ich nichts machen. Also gegen die Stammeskrieger. Nee. Gegen die kann ich nichts tun. Egal wie dumm er sich angestellt hätte. Ich hatte gar nicht so viele Schüsse, um das jetzt zu machen. Also gewinnen. Also wenn er nur so rumgestanden wäre. Und ich kann schon wieder nicht an. Was ist denn das? Richtig, das ist scheiße. Los. Plündern. Nee. Zum Glück hat er meine königlichen Ställe nicht weggemacht. Gut. Was mache ich mit dir? Der latscht mir da gerade ein bisschen zu frei rum. Der hat jetzt echt Salamis eingenommen. Das ist richtig, richtig schmerzhaft für mich. Das ist richtig schmerzhaft. Das ist gut. Und der bekommt Verschleiß, aber wieso der andere nicht? Gibt es irgendwie so einen Perk? Oder so einen Skill? Okay, also entweder ich nehme Hekra wieder ein, in der Intention mit der Armee hier das anzugreifen. Was die dann machen, die könnten Jerusalem einnehmen. Relativ easy sogar. Weil die ist halb tot. Ja, aber denn. Was macht der? Ist glaube ich auch bankrott. Minus 1000 habe ich. Ich skill den jetzt auch mal, weil einfach aus Gründen. damit der halt damit der besser aushält, durchhält. Minus 32, also nächste Runde gibt es hier auch einen Aufstand. Alter. Also 173 vor Christus haben wir gerade. 173 vor Christus. Also normalerweise bin ich dann fünfmal so groß, so ungefähr. Also viermal so groß. Gut. Es sieht leicht madig aus im Abgang. Die Frage ist: Frage der Fragen. Also, wie gesagt, also entweder. Gehe ich jetzt hier hin und hole mir quasi die Provinz, oder ich gehe nach Norden und mache hier wieder Ausgangsposition, sage ich mal. Ich tendiere eigentlich fast Richtung Norden.
Meinetwegen kann der alles zurückerobern. Aber jetzt mit diesem Vorposten von Athen. Und Athene bringt schon die nächste Fullstack-Armee hier. Junge, Junge. Krass, also so schwer war es noch nie. Also selbst am Anfang, ja okay, am Anfang. Das kann man nicht vergleichen, weil man eine andere Schwierigkeitsstufe hat und nicht so viel weiß quasi. Kapitulation 3 Runden. In 3 Runden schaffe ich es, glaube ich, mit der Armee nach darunter. Und dann... Meinetwegen greifen die mich jetzt an, ist in Ordnung. Meinetwegen holen sie sich Jerusalem, ist auch in Ordnung. Aber ich muss jetzt hier schauen, dass ich zumindest meine Heimbasis quasi behalte. Das da ist wahrscheinlich, das da ist jetzt auch schon gegessen eigentlich. Ja. Uiuiuiui, 500 Erze bekommt noch was, das ist aber sehr freundlich. Der ist 35, oje. 35 und in so einer Rüstung für alle Einheiten ist eigentlich auch gut. Bewegungsgeschwindigkeit. Dann sind die noch schneller. Vor allem ja die Elefanten und so weiter. Für alle Elefanteneinheiten. Nahkampfangriff. Ich push mal die Elefanten. Da habe ich auch 4 davon. Okay. Erst kam das Beben. 29 bist du. Konvertierung. Forschungsrate, Geheimaktion. Öffentliche Ordnung. Moral. Rüstung. Ich mach mal Rüstung. Und die Speere, genau. So. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr viel gescheiter. Als jetzt. Also, klar, es ist immer gut. Eine vollständige. Ding zu haben. Provinz. Das Problem bei Nabatea ist aber, dass es so lang ist. Also da könnte der und der mir immer wieder blöd kommen. Deswegen glaube ich, Alter, wie das aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind innerhalb meiner Grenze und 1, 2, 3, 4, warte, 1, 2, 3, das ist nur, okay, den sehe ich gar nicht auf der Karte, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 in unmittelbarer Nähe. Wow. Ah, der da hier, ja. Der Kleine. Gut. Uiuiui. Und das Ding ist, wenn ich halt die ganzen Rohstoffe verliere, bin ich halt für... Ja, der wäre jetzt... Und, ja. Ja, ich werde es trotzdem probieren. Weil die Garnison ist eigentlich nicht schlecht, aber sie ist halt sehr angekreuzt. Genau, wenn ich die ganzen Rohstoffe verliere, ist halt die Handelsabkommen
und so weiter, die sind halt dann auch nicht mehr ganz so lukrativ. Okay. Kicken bereit! Kickeniere! Befehl verstanden! Nee, hast du nicht. Aber jetzt halt. General! Es ist da halt eine fette Lücke. Also passt es. Okay. Okay, das ist gut. Persischer Hopliten! Hügelmänner! Bereit! Die Hügelmänner. Das ist jetzt die Frage. Ich stell sie mal hier auf. So. Okay, das ist gut, dass er jetzt hier angreift. Ja, war dann ein Plan klar. Gehen außen rum. Das ist in Ordnung, dass die da rauf schießen. Ja, bald sind sie weg, das ist gut. Ja, die werde ich jetzt bis, keine Ahnung. Nach irgendwohin ne? Treiben. Geht der? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt schon. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt schnell schauen, dass ich die da rette. Dass die Kamele immer noch. Dass die Kamele immer noch da sind. Eine
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist schlecht. Willst du mich verarschen? Die Bogenschützen machen die Hügelmänner platt. Okay. Die Männer wanken. So, dass die die Mobs-Dinger kaputt machen, okay. Aber doch nicht hier. Persische Hopliten! Schnell vor Rücke! Hügelmänner! Verzug! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Ja nun. Aber die sind. Also die sind echt heftig drauf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schwere nabatäische Bogenschützen. Muss ich mir merken, dass sie gegen zwei Mob Gewinn und Hügelmänner. Ja, was seht ihr denn für Tiere? Was ist das? Na gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, komm, jetzt all in. Ja. Gut. Ja, weiß nicht, ob ich das gewinne hier oben. Sieht eher weniger so aus. Aber echt krass, dass die meine Piken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Siegen. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Alter, die haben wirklich. Schau mal, wie wenig die. Wie schlecht die waren. 188 war das Beste. Das Beste der Gefühle. Wow. Also, Respekt. Das ist wirklich Respekt. Vielleicht war es auch die Lage, wobei die Lage war eigentlich perfekt. Die Lage war eigentlich echt perfekt, weil die auf dem Hügel waren, also auf der Treppe, also bergaufwärts quasi. Ich weiß nur nicht, ob das so zählt bei denen. Na gut. So, wieder das alte Lied. Gut, aber wir haben es schon wieder überzogen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und genau, ja. Mal schauen, ob wir es dieses Mal auch schön schaffen. Aber dieses Mal haben wir ja mehr Elefanten. Also sollte es kein Problem sein. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, mal schauen, wann dieser Marathon in Schlachten endlich vorbei ist. Macht's gut, bye bye.